begrüße euch zur dritten Folge meines World of Warcraft Let's Plays. Diesmal wieder ganz regulär. Diesmal ist auch nicht mehr nachvertont. Und wir waren dabei, den Neutralisierungswirkstoff auf diesen Kristall zu wirken und damit den See vor der Verderbnis zu retten. Gut. Gehen wir das mal abgeben. Ab jetzt wird es auch ganz regulär verlaufen, denke ich. Es kann sein, dass mein Internet irgendwann nochmal abschmiert. Ich hoffe jedenfalls nicht. Es ist der kleine Nachteil, wenn man ein MMORPG Let's Playt. Man ist auf sein Internet angewiesen. Ist ein kleines Hindernis mitunter. Die Quests holen wir uns wie gesagt später. Wir können auch mal verkaufen langsam. Brauchen davon ja nichts. Und machen uns weiter auf den Weg. Diese Aufnahme werde ich bis circa Level 10 machen, denke ich, sofern es klappt. Und dann sehen wir weiter. Hallo Prönitus. Und da vorne ist unsere liebe Botanikerin. Die Questtexte werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Wer sie hören will, kann ja das Video kurz anhalten und einfach durchlesen. Das dauert sonst einfach zu lange, denke ich. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen und nicht die ersten 10 Folgen lang hier am Mental verbringen. Und jetzt können wir auch hier hinten die Quests annehmen. Hier sieht man einen mit dem Twinkgear. Ich persönlich hole mir das eigentlich nie. Ich finde, man levelt so schon schnell genug. Man braucht das eigentlich nicht. Also ich brauche das nicht. Und jetzt sollen wir Ersatzteile sammeln und Nistel-Eulken immunisieren. Gegen eine Krankheit, nehme ich an. Die werden auch da hinten sein, da sieht man ihre Hütchen schon und diese nette, ja, Statue, die wahrscheinlich einen Eulken symbolisiert. Und hier sind auch schon die ersten Nistel-Eulken. Da wendet man ganz normal diesen Immunisierungskristall auf die Eulken an und verhindert damit, dass sie zu mutierten Eulken werden. Diese sieht man da hinten, die sind dann rot statt dem üblichen Braun und wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver. Und da oben sehe ich das erste Ersatzteil. Laufen wir doch direkt mal hin, würde ich sagen. Ach, und gleich zwei Ersatzteile und zwei weitere Eulken. Damit haben wir die Hälfte unserer Ersatzteile und schon eigentlich, ja doch, wir haben alle Eulken dann zusammen schon. Gut. Dann müssen wir noch zwei Ersatzteile suchen. Da vorne sehe ich doch schon wieder was glitzern. Hallo, ich tue dir nichts. Und schon wieder weg. Stand da was dabei bei denen? Scheint noch funktionsfähig zu sein. Ja, das ist doch super. Ist ja auch relativ sinnlos jetzt nicht mehr funktionstüchtige Ersatzteile zu suchen. So aggressiv scheinen die gar nicht zu sein, wenn man hier einfach durchlaufen kann. Und da ist auch das letzte.
Super. Machen wir uns auf den Rückweg. Der kleine Helly begleitet uns auch. Verbreitet überall seine Sporen. Ist ja auch schön. Das Feuer scheinen sie ja schon entdeckt zu haben, die Oilkins. Das ist ganz so primitiv, wie sie aussehen, können sie ja nicht sein. Hier ist wieder ein Überlebender. Können wir den auch retten zufällig? Ja, können wir. Ja, ist es. Tschüss. Müsste man ja hier oben, glaube ich, lang können. Hoffe ich mal. Jetzt muss ich ganz außen rumlaufen wieder. Oh, ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Wir könnten da drüben unser Glück versuchen. Da könnte es klappen. Und das tut es auch. Uhu. Bin ich wieder. Ich versuche mal die Texte ein bisschen länger offen zu lassen, damit wer will auch klicken kann. Ich habe gerade bemerkt, ich mache die ein bisschen schnell weg. Da wird es mit dem Durchlesen vermutlich schwer. Was nehmen wir denn hier? Verteidigung. Stärke können wir ja nicht wirklich brauchen. Jetzt sollen wir mit Tolan sprechen. Das ist wohl ein Speer, der sich nicht zurückgemeldet hat. Wir sollen wohl herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Hoffen wir mal, dass er noch lebt und dass wir nicht auf blutige, zerlegte Körperteile treffen. Da müssen wir durch den See. Los, Helly, schwimmen. Gleich haben wir Helly. Immer dieses Schwimmen, dafür bin ich nicht gemacht. Unfassbar, dass du noch fliegen kannst mit dem ganzen Wasser auf den Flügeln. Und da vorne ist doch schon ein Trenai, das wird unser Tolan sein und der sieht doch noch recht lebendig aus. Nicht fit, aber lebendig. Hier sind also Blutelfen. Dann werden wir mal die verlangten 10 töten. Damit er auch seine Rache bekommt, wenn sie ihn verletzt haben. Wie schwach bist du? Du Tolan. Die machen doch nichts. Bam. Und da ist unser Hold-Bonus vom Ausloggen auch schon weg. Für diejenigen, die es nicht wissen, das bringt 200% Erfahrung. Also lila, wie wir hier unten gerade unseren Erfahrungsbalken haben, bringt 100%. Wenn er erholt ist, blau, kriegen wir 200%, wenn wir Gegner töten. Und
wir metzeln uns jetzt fleißig durch die Basis, also durch den Schattenkamm, wie ich gerade lese. Und zerlegen einfach alleine ein ganzes Lager voller Blutelfen. Gleich sind wir auch Level 5, viel fehlt nicht mehr. Ich denke, wenn wir die Quest abgegeben haben, haben wir es erreicht. Und jetzt haben wir auch schon die 10 getötet. Was hat dir das gebracht, Tolan? Da sind immer noch jede Menge. Guck mal, ich bin zurück, völlig unverletzt. Die Legion wird fallen. Eine verwitterte Lederweste, das gefällt mir gut. Wir sollen also Gutachterin Kandres töten und dann den guten Verteidiger Aldar über ihren Tod informieren. Das werden wir dann wohl tun. Die befindet sich auch da oben, das heißt, er hätte es uns theoretisch direkt sagen können, dann hätten wir das Ganze auch in einem Rutsch machen können. Oben sehen wir sie auch schon, wie sie ihren Zauber kanalisiert. Und dann unterbrechen wir sie mal bei ihrer Beschwörung. Ich habe auch nicht vor, dich leben zu bekommen. Aber ich habe Pläne gefunden, die geben uns eine weitere Quest. Sollen wir auch zu Verteidiger Aldar bringen, die Pläne. Ich würde sagen, für den Weg benutzen wir mal den Ruhestein, um das Let's Play nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wenn man die Möglichkeit schon hat, warum nicht auch nutzen? Ach, hier tauchen wir auf. Ich dachte vielleicht da vorne, aber gut. So haben wir mal wieder den eindrucksvollen Blick auf das Schiffswrack. Und auch die schönen Kristallleuchten, wie ich am Anfang des Let's Plays schon erwähnt habe. Weitere Kristallleuchte auf Polnitus, den hübschen. Hier können wir auch nochmal verkaufen. Tränke behalte ich mal, das ziehe ich mir mal hier rein, vielleicht kann man es mal brauchen. Wir müssten wieder was Neues lernen können, glaube ich. Fragen wir mal Kai Nai. Wildtiere aufspüren. Ist doch immer ganz nett. Ich habe Pläne für dich und Info von deinem Spion. Ah, neue Waffen. Wie cool. Dann nehme ich doch auf jeden Fall mal die Armbrust, so als Jäger. Dann auch direkt an. Kriegen wir was für die Pläne? Ja, ein Silber. Der Emitter. Sprechen wir mit der Technikerin, die direkt neben dran steht. Da spricht zu uns das Abbild von Techniker Divun. Seid herzlich gegrüßt. Und wir sollen zur Azurwacht reisen. Das wird wahrscheinlich die nächste Basis sein, wo wir Quests bekommen. Und da scheint die Übertragung noch ein wenig zu haken. Aber gut.